Und das Abenteuer durch Nippon geht weiter in Part Nummer 18 von Let's Play Okami HD. Was leider mal wieder eine ganze Weile lang nicht weiterging. Es tut mir leid, Leute. Aber ja, da war wieder ein langes Motivationstief bei mir. Und deswegen kam jetzt, ich glaube, so 2 Monate lang kein neuer Part mehr. Aber ich hoffe, das wird sich in Zukunft wieder etwas bessern. Ich hoffe es zumindest. Ihr dürft gerne mit mir schimpfen, wenn ihr wollt. Aber gut, wir waren zuletzt nochmal bei dem Spatzenclan. Da bin ich aber jetzt gerade raus. Und da ist ein Monster hinter mir. Oh mein Gott. So, ich wollte jetzt aber erstmal kurz die Bäume wieder zum Blühen bringen. So. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo es wie hier wieder zum Dorf geht. Rechts ist aber Zuflucht, geradeaus zur Zugbrücke. Ich möchte aber zu beiden nicht hin. Ich glaube, ich muss in diese Richtung. Ich glaube, es war diese Richtung, wenn ich mich recht entsinne. Lauf, Ami, lauf! Zum Dorf Kusa. Genau, das Dorf Kusa. Genau das war's. Bläh. Erstmal wieder reinkommen hier wollen. Herr je. Ich kann ja nicht schon wieder alles vergessen haben. Nein, es geht ja noch immer, sich um die Hundekrieger zu kümmern. Aber ich stand ja das letzte Mal so ein bisschen auf dem Schlauch. Weil ich nicht genau wusste, okay, was soll ich jetzt mit den Hundekriegern machen? Ich muss sie irgendwie füttern. Aber habe ich überhaupt etwas zum Füttern? Und wie kann ich sie füttern? Danke an dieser Stelle nochmal an den lieben Final Bio, der mir den Tipp gegeben hat mit dem Fleisch im Inventar, was ich anwählen kann, um die Hunde zu füttern. Ich habe das einfach komplett wieder vergessen, weil es auch wieder tatsächlich halt eine ganze Weile her ist, dass ich Okami gespielt habe. So, jetzt sind wir hier wieder. Ich werde jetzt mal erstmal nochmal speichern vorher, vorsichtshalber. Denn wir wollen ja hier auch weiterkommen. Es ist ja langweilig, wenn ich jetzt die ganze Zeit an einer Stelle festhänge. Aber gut, das müsste jetzt eigentlich... Genau, da ist der eine. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, okay. Gut, ich kann es tatsächlich einfach benutzen. So, bist du jetzt zufrieden? Ich bin satt. Meine Herrin Fusehime hat mich gerufen. Trotzdem wollte ich nicht direkt nach Hause gehen. Hast du das gehört, Ami? Das bedeutet, dieser Hund ist einer von den Satomi-Hundekriegern. Ach, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Hundekrieger Shin. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Hast du das gehört, Ami? Ja, ich habe das gehört. Ich habe ihm... Die Art, wie Fusehime von ihnen gesprochen hatte, ließ mich glauben, sie wären Menschen. Glaubst du, diese Flohsäcke können irgendwie helfen? I hope so, weil sonst müssten wir sie nicht suchen. Ich meine, Fusehime hat uns darum gebeten, also finden wir sie. Sie werden ja wohl, denke ich mal, irgendwelche Kräfte besitzen. Gut, das war der erste. Jetzt muss ich erstmal wieder überlegen, wo ich die anderen gefunden habe. Ich weiß auf jeden Fall, einer war bei dem Bambus, also bei dem Haus von Herr Bambus. Das weiß ich noch. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da wieder hinkomme. Ich glaube, einer war aber auch noch hier oben.
Also, beziehungsweise da oben. Ich meine, da müsste auch einer gewesen sein. So. Dann wollen wir einmal durch die Blüten wieder zurück. Einmal bitte die Kamera drehen. Genau da will ich hoch. Zack. Hallo. Ich meine, es müsste hier in dieser Höhle gewesen sein. Okay, anscheinend doch nicht. Nein, dann war es eine andere Höhle. Verdammt. Gut, dann muss ich doch wieder runter. So ein bisschen was ist ja doch noch hängen geblieben. Also komplett in die Tiefe wollte ich mich jetzt nicht stürzen eigentlich. Ich wollte eigentlich... Kann ich da nicht einfach runterspringen? So? Okay, ich kann anscheinend nicht weit genug springen, dass ich da einfach so runterkomme. Gut, dann nicht. Gut, dann machen wir das anders. Dann nimm du mich mal da unten mit. So, zack. So. Komme ich schneller runter hier, als wenn ich jetzt durch alle Blüten wieder komplett wieder zurück müsste. Okay, dann schauen wir mal hier. Ups. Unfreiwillig eine Runde schwimmen gegangen. Warum mache ich es mir eigentlich so umständlich? Zack. So. Weiß nicht genau, ob jetzt hier in diese Richtung auch einer war. Aber ich glaube, da ging es nur zu dem Windschrein. Ja, sieht ganz aus, als geht's hier nur zum Windschrein. Ich gehe trotzdem noch mal schauen. Hier war doch keiner. Also soweit ich mich noch erinnern kann, brauchen wir die Kräfte von den Hundekriegern für diese versiegelte Tür im Windschrein. Ich meine, wenn wir die alle zusammenbekommen, dann können wir mit deren Hilfe die Tür öffnen. Aber sicher bin ich mir nicht mehr. Oh yeah, ein Räuchergefäß. Nichts, was ich jetzt unbedingt gebrauchen könnte. Gut, also hier im Dorf müssten 5 Krieger sein. Zumindest hat Husi hier mir das gesagt. Aber ich muss jetzt erstmal wieder zu. So, dann gehen wir mal hier runter, 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 runter. Uff. Muss ich erstmal hier wieder zurechtfinden. Hm.
So, hier ist aber einer. Einmal bitte Flash. Ich bin satt. Hallo. Der Krieger Kuh. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herren zurückkehren. Hast du das gehört, Ami? Nein, als wenn ich taub wäre. Natürlich habe ich gehört, dass er gesagt hat, kennst du den zurück. Sind diese Typen noch zu fassen? Ja, anscheinend. Tja, wenn sie halt hungrig sind, sind sie hungrig. Wo ist das Problem, sie einfach zu füttern, Isun? So, das war Nummer 2. Ach stimmt, hier war glaube ich auch noch irgendwo. Hier war es nicht direkt, aber irgendwo hier. Gehe ich mal hier weiter. Genau, hier war noch einer. Und dann halt bei dem Haus von Herrn Bambus. Und den fünften? Hatte ich den fünften schon gefunden? So, Hallöchen. Gut, dass ich noch genug Fleisch habe. Nom, 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 nom. So, brauchen wir uns dieses Känzchen hier nicht alle anschauen. Jo. Ja, du bist satt. Das ist gut. Und du bist Hundekriegere. Okay. Oh, ich höre zu. Ja, das ist sowieso. Die sagen sowieso alle das Gleiche. Sind die Typen noch zu fassen? Ich so, du musst dich aber auch nicht jedes Mal wiederholen, ne? Wollte ich nur mal so angemerkt haben. Uff. Ah, so ganz allmählich klappt das ja wieder mit der Steuerung. So ein ganz bisschen hackelig ist es noch, aber es wird. So. Ich glaube, ich muss jetzt einfach nur hier runter. Da ist der Bambus, aber ich will ja nur zu dem Hundekrieger. Siehste, da ist er doch. Oh, ist doch nicht schön flauschig. Ich bin satt. Ja, schön. Hundekriegerchi. Ich spare mir da, ich erspare mir das jetzt mal, die jetzt alle. Hey, Ami, wie viele von diesen Hundekriegern waren das jetzt? Das waren jetzt 4. Vielleicht sollten wir mal mit Fusehime reden. Okay, gut. Dann machen wir das doch. Ich meine, es müssten 4 gewesen sein. Gut, dann gehen wir doch mal zu Fusehime. Ich wollte echt nicht die alle vorlesen, weil wenn sie ja sowieso alle das Gleiche sagen, was soll ich mir da die Mühe machen? Das ist ein bisschen, naja, wie das halt so ist. Ist für euch sicher auch nicht sonderlich spannend. So, aber wir begeben uns jetzt erstmal auf den Weg zur Fusehime und, oh, ich glaube. Hallo. Oh, der sieht böse aus. Hey, Ami. Dieser Flohsack starrt uns finster an. Ich glaube, er hat deinen Hundesucher bemerkt.
Hm? Was ist das? Meine Herrin Fusehime hat mich gerufen. Aber erst möchte ich eine meiner Fähigkeiten ausprobieren, an der ich gearbeitet habe. Hast du das gehört, Ami? Fusehime hat mir verboten, an sinnlosen Kämpfen teilzunehmen. Aber ich will testen, ob du diesen Hundesucher zurechtträgst. Du wagst es? Du hast wirklich Mut, einen Kampf mit uns zu wollen. Nun gut, komm schon, du Flohsack. Stimmt's, Fake-Neu? Kampf beginnen? Gut, wenn er unbedingt kämpfen will, dann soll er einen Kampf haben. Genau, da gibt's nur eine Antwort drauf. Ich weiß nicht, wer dieser Flohsack ist, aber er wird eine Überraschung erleben. Wow. Okay, ich merke schon, er ist hartnäckig. Tja, tut mir leid, das war leider daneben. Das wird dir nicht helfen. Wow. Na, komm schon. Du kannst austeilen. Das will ich dir lassen. Aber du warst nicht gut genug. Ich sehe, ein würdiger Gegner. Lass uns wo kämpfen, wo wir mehr Platz haben. Hast du das gehört, Ami? Das wird lustig. Diesmal wird ernst gemacht. Los, zeig uns, was du drauf hast, Flohsack. Wenn wir mit dir fertig sind, wirst du dir wünschen, du wärst gleich zu Fusehime gegangen. Hey, warte mal. Wenn er von Fusehime gerufen wurde, dann... Vielleicht ist er ein weiterer der... Satomi-Hundekrieger. Wow, meinst du, er würde uns das einfach so erzählen, dass er von Satomi gerufen wurde? Beziehungsweise von Fusehime. Die nennen sich ja Satomi-Hundekrieger. So. Hundekrieger-Tay. Jetzt habe ich genug mit dir gespielt. Nun wirst du die Wut der Satomi-Kugel der Macht zu spüren bekommen. Satomi-Kugel der Macht? Mann, jetzt zeig uns schon, was du drauf hast, Flohsack. Wir haben keine Angst. Oh, Tay. Ich dachte, ich hätte etwas hier draußen gehört. Ihr beiden seid doch nicht am Kämpfen, oder? Hä? Kämpfen? Aber natürlich nicht. Nur ein kleines freundschaftliches Raufen. Guck, jemand hat auch nur einen Kratzer. Nun, zumindest haben wir jetzt 5 der Satomi-Kugeln der Macht. Aber ihr wart böse, Wauwaus. Warum seid ihr nicht direkt nach Hause gekommen, als ich euch rief? Hey, Fusehime, was sind das für Satomi-Kugeln der Macht? Jeder Satomi-Hundekrieger trägt die Kugel einer anderen Tugend. Die Satomi-Kugeln der Macht sind der größte Schatz des Haus Satomi. Ich brauche die Kugeln, um die Sperre von Rothelm durchbrechen zu können. Aber die Hundekrieger hören nie, wenn ich sie zurückrufe. Und 3 von ihnen fehlen noch immer. Ich befürchte, ihnen könnte etwas zugestoßen sein. Aber es gibt niemand, den ich aussenden könnte, ihnen zu helfen. Soll dieser Black Lady?
Okay, ich hab verstanden. Wir werden den Rest auch noch finden. Immerhin hatte ich ja gesagt, wir werden sie alle ohne einen Kratzer zurückbringen. Wie wunderbar. Ich stehe für immer in eurer Schuld. Ich kenne die ungefähren Aufenthaltsorte der verbliebenen 3 Hundekrieger. Ich werde sie auf eurer Karte markieren. Okay, danke schön. Du hast den Hundesucher. Sie werden hinterher zurückkommen, wenn du ihnen den Hundesucher zeigst. Natürlich nur, wenn sie nicht verletzt sind. Oder noch Schlimmeres. Bitte beeile dich. Wir müssen die Kugeln der Macht bekommen und die Sperre überwinden. So. Okay, also 5 sind schon gefunden, fehlen also noch 3. Yippie! Und sie sind außerhalb des Dorfes verstreut. Gut, dann schauen wir mal, ob wir die auch noch finden können. Schauen wir doch mal. Erstmal müssen wir hier wieder runter. Runter, 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 runter. Tralala. Am besten nochmal speichern das Ganze, damit uns das nicht verloren geht. So. Gut. Dann haben wir das Ganze gespeichert. Ich würde dann sagen, Jan, werde ich noch schauen, dass ich die letzten 3 noch finde. Ich denke mal, dann wird dieser Part wieder etwas länger werden. Aber so habe ich das Ganze dann schon mal geschafft. Und dann können wir uns weiter der Story widmen. Aber erstmal müssen wir jetzt ja noch die restlichen Hundekrieger finden. So, dann wollen wir doch mal schauen. Ja. Okay, einer ist anscheinend bei der Sasa-Zuflucht. So wie es aussieht. Gut, da komme ich aber nicht rein. Das ist schon mal ein Problem. Also wahrscheinlich später. Gut, was haben wir denn da noch? Okay. Gut, das könnte doch anscheinend etwas mehr in Anspruch nehmen, so wie es aussieht. Also etwas mehr Zeit. Dann werde ich das Ganze doch noch in den nächsten Part mit reinnehmen. Aber wir können ja dennoch schon mal... Also die Sasa-Zuflucht, die muss ich wohl später aufsuchen. Aber wir können ja fürs Erste nochmal eine andere Location aufsuchen. Okay, also die Richtung ist schon mal die richtige. Lauf, Ami, lauf! Ach, ist das nicht schön, wenn man die ganzen Wege alle zu Fuß, nein. Zu Fuß abklappern muss. So, jetzt habe ich's. Okay, es ist aber die richtige Richtung. So. Zack. Okay, dann einmal über unsere improvisorische Brücke rüber. Zack. Okay. Wieder da. Hey, hast du meinen Hund Ume gesehen? Er
Er ist immer dabei, wenn ich fische. Aber als ich mal nicht hingeguckt habe, ist er verschwunden. Er wird doch wohl nicht in den tiefen Abgrund gefallen sein, oder? Ume. Könnte Ume eventuell auch einer der Hundekrieger sein? Okay, laut Karte soll er sich irgendwo hier im Wasser befinden. Also hier ist nichts. Tja. Irgendwo hier. Fahr einfach mal den Fisch. Ach, meine Güte. Den Fisch mitgehen lassen. Okay, wo könnte der Hund sein? Ah, ich glaube, ich weiß es schon. Ich meine, der ist doch... Der nicht im Dungeon? Ich meine, der war im Dungeon. Das Wasser im tiefen Abgrund war schon immer irgendwie düster. Aber heute kann man ja kaum hineinsehen und die Oberfläche ist ganz unruhig. Meine Angel... Was denn dazu? Sagt mir, dass der legendäre Fisch erwacht ist. Die Leute nennen ihn Mondfisch. Man sagt, er hätte die Reflexion des Monds auf der Oberfläche des Wassers verschluckt. Der Mondfisch wird doch wohl nicht auch Ume verschluckt haben, oder? Ach ja, stimmt, der Fisch. Ich wollte gerade sagen, der Hund war ja schon im Dungeon. Den haben wir ja schon aus dem Dungeon gerettet, meine ich. Ja doch, es mag schon etwas her sein, aber wir haben den Hund ja eigentlich schon gerettet. Ja, gut möglich, dass der Fisch den Hund verschluckt hat. Ich meine, sowas könnte so gewesen sein. Nun, ich kann ihn alleine nicht finden. Vielleicht werde ich mal mit dieser Dame reden, die zur Hitoshio-Quelle gegangen ist. Zur Hitoshio-Quelle. Gut, ich würde sagen, das Ganze untersuchen wir dann aber im nächsten Part. Das soll es erstmal hier gewesen sein. Die restlichen 3 Hundekrieger werden wir dann hoffentlich im nächsten Part finden. Um das Ganze dann abzuschließen. Seid also beim nächsten Mal mit dabei, wenn es heißt... Auf ins Abenteuer mit Amaterasu in Okami HD. Also Leute, bis zum nächsten Mal.